Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Splatoon Team Deathmatch. Nach einer langen Pause geht's endlich weiter und fangen wir an. Team Alpha besteht aus meiner Wenigkeit, Mario-Fan, Mari und Yoshi, während Team Bravo aus Flixi, Markus, Keftende und Scryte besteht. Wir fangen an auf der Schollensiedlung und los geht's. Ab diesem Part hier wird übrigens auch die neue Regel eingefügt, die da heißt, dass der Counter jetzt nicht so gezählt wird, dass man nur die Kills zusammenzählt, sondern dass das Ganze auch noch mit der KD zusammenspielt. Das bedeutet, die Kills werden von den Deaths abgezogen und danach kommt man auf einen Gesamtwert und die werden dann beide miteinander verglichen, sowohl von Team Bravo als auch von Team Alpha. Und je nachdem, welcher Wert höher ist, dessen Team hat dann gewonnen. Warum habe ich das überhaupt eingefügt? Das hat folgende Gründe. Bei einigen Maps, wo man runterfallen kann, wie hier zum Beispiel, das soll sehr einfach gehen, da kann man quasi sagen, okay, nö, ich akzeptiere den Kill nicht, den er da gemacht hat. Ich lasse mich einfach töten und habe den Death. Für diese Experten gibt es dort die Möglichkeit... Ach du Kacke. Wow. Für diese Leute gibt es da die Möglichkeit, so zu handeln. Und, so viel dazu. Mehr muss man sich da nicht merken. Ich hätte vielleicht schon viel früher mit diesen Regeln rausrücken sollen, ja, okay. Aber ich... Ich war unter Stress, versteht ihr? Meine Wii U war kaputt und das genau wegen dieses Projekts hier. Ja, ihr müsst wissen, warum jetzt so lange kein Team Deathmatch und sowas kam. Ja, das liegt zum Teil an Splatoon Team Deathmatch. Und zwar ist ja genau hier das Internet ausgefallen, ich war abgefuckt und wollte halt unbedingt die Wii U einigermaßen auf den Tisch schauen. Und das habe ich, oder was heißt auf den Tisch schauen? Auf den Boden sehr explizit stellen, das habe ich getan und vielleicht soll ich mal ein bisschen aufpassen! Ne, ich habe die Wii U halt sehr energisch auf den Boden gestellt. Das war nice. Da haben zwar in den letzten Tagen, als es darum geht, dass ich einen Spendenstream von einer gewissen Person kritisiert habe, haben einige gesagt, Hauptsache der hält sich da rum, aber macht deine Wii U kaputt und schmeißt die auf den Boden. Nur... damit er sich eine neue spenden lassen kann. Und gebe auch so vollkommen falsche Werte an, dass ich mir 200 Euro habe spenden lassen. Ey, Junge, Junge, Junge. Manche Leute haben auch echt keine Ahnung, ne? Es gibt halt echt manche Menschen, die sind halt ein bisschen minder bemittelt, sage ich jetzt schon, ne? Die auf der Seite der anderen stehen. Sie sind halt so ein bisschen kindisch, ne? Und Kinder, was willst du da erwarten? So ist das eben, ne? Nein! Komm her! Nein! Nein! Schade! Ne, die meinten dann so, der hat seine Wii U kaputtgeschmissen, erzähl das dann den Leuten, weißt du, und, naja, ich hab sie nicht kaputtgeschmissen, du Idiot. Das sind dann so Leute, so, weißt du, von denen dachte man, die, sind cool mit einem, weißt du, aber nachdem das Ganze dann passiert ist mit dieser ganzen Hate-Sache, auf einmal haben alle die Seite geswitcht, oder fast alle, du konntest dich auf gar keinen mehr verlassen, oder fast keinen mehr. Da waren so Leute, die waren gar nicht mehr treu, die haben sich direkt auf die Seite von dem Größeren gestellt, weil Anstand, und sowas, ne, weil... Was? Ich hab schon getötet, Junge. Ich hab schon getötet. Weißt du was? Ist mir recht. Komm, dann komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her jetzt hier. Ja. Hallo. Da. Oh mein Gott. Was für eine Aktion. Das war knapp. So. So viel dazu, ne? Die haben es dann auf die Seite des Größeren gestellt, so weil sie dachten, komm, ey. Ich mag den sowieso mir lieber und, ja, wenn ich mich jetzt über den aufrege, dann... mag er mich nicht mehr und so, aber egal. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das Ergebnis verkünde. Bis gleich. So, Team Alpha hätte einen Wert von 2, wohingegen Team Bravo einen Wert von minus 2 hat. Das bedeutet, dass Team Alpha jetzt gerade 1:0 führt und da ist gerade eben einer rausgeflogen. Wie auch immer es war. Komm bitte schnell wieder rein. Ich denke, es wird Scryte gewesen sein. Ich hoffe, er schafft es noch irgendwie reinzukommen. Aber okay. Ne? Wie errechnet sich das gerade? Ich habe einfach die Kills und die Deaths voneinander abgezogen. Heißt 6 minus 2 plus 3 minus 4 plus 3 minus 5 plus 6 minus 5 bei Team Alpha ergebe 2. Ne? Demnach passt das. So, und ich würde sagen, wir sehen uns... Wobei, wir waren schlechter. Wir sind ja gar nicht der obere Team. Warte mal, warte mal, warte mal. Das obere Team hat 2 Punkte und das andere hat... Oder das wir haben minus 2 Punkte insgesamt. Das heißt, es geht an Team Alpha.
Ja gut, ging's ja so oder so, ne? Nur ich habe halt die Teams verwechselt. Ich dachte, ich wäre oben. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich hoffentlich wieder, wenn jemand reingekommen ist, ne? Bis gleich. So, ich mach's jetzt mit 3 gegen 4 Leuten, weil es wollte keiner reinkommen. Von 100 Leuten haben's 7 auf die, oder 6 haben's jetzt auf die Reihe bekommen, reinzukommen, nachdem der letzte rausgeflogen ist und ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, was er macht. Aber okay. Schollensiedlung mal wieder. Und ich weiß nicht, wir sehen uns gleich wieder. Ja, bis gleich. So, wir wissen ja ungefähr, wie es mit Unterzahl war, aber ist jetzt egal. Lassen wir uns das nicht anmerken, kann ich auch nichts für. Ich weiß auch übrigens gar nicht, ob das die Teamformation ist. Ich weiß, dass Mario Fan in meinem Team war. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Marie in meinem Team war. Und ich weiß, dass Markus und Keftendo nicht in meinem Team waren. Deswegen glaube ich einfach mal, dass, weiß ich nicht, Yoshi in meinem Team war. Ich gehe einfach mal davon aus, und selbst wenn, ist doch egal. Meine Güte, wird einmal durchgeswitcht, ist doch vollkommen egal. Ist zwar das Teammäßige so ein bisschen weg, aber selbst wenn, scheiß drauf. Ist halt so. Komm schon, wo ist er, 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 wo ist er? Ah! Wo war er denn? Hä? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Also Keftendo habe ich schon gesehen, aber der andere, der da hochgegangen ist. Wie war das? Keine Ahnung. Ja, was jetzt hier vielleicht ein bisschen scheiße sein könnte, so, die anderen haben ja Ziele zu treffen, ne? Oder die sie treffen können. Oh Gott, war das knapp. Ja, ich glaube, Flixi war echt im Gegnerteam. Ich glaube, so war auch die Formation. Daran habe ich mich erinnert. Knackig. So, ich habe auch einen Tintentitan, ist knackig und passt schon. So, wer war denn da unten, hä? Da war doch jemand. Nein! Oh, genau in dem Moment, wo ich das gesehen habe, wollte ich gerade den Tintentitan drücken, ne? Natürlich klappt es aber nicht. War so klar. Ich weiß generell nicht, wie das jetzt aussieht mit Überzahl, Unterzahl. Generell, ich glaube, da kannst du nie genau sagen, wie das jetzt verlaufen wird. Weil wir haben jetzt mal, glaube ich, im zweiten Team Deathmatch-Part haben wir gesehen, dass es sich sehr, sehr komisch verhält. Ich glaube, es ist komplett random, wie das passiert. Also, das eine Mal gewinnt das eine Team und dann wieder das andere. Es ist vollkommen komisch. Nö, weißt du was, dann mache ich jetzt den hier, ist mir egal. Tschüss. Na, campen darf man hier trotzdem nicht, ne? Hallo? Deswegen ist schon jemand rausgeflogen. Ist ja klar, ne, Keftendo? Deswegen ist schon mal jemand rausgeflogen, weil er gecampt hat. Man darf ja auch nicht die Regeln vergessen, ne? Ich habe auch keinen Bock, jedes Mal die Regeln zu erläutern und neu zu machen, neu aufzuschreiben und euch darzubringen, weil ich finde, das kann man sich auch eigentlich mal merken. Besonders bei so Team Deathmatch. Das hat nicht viele Regeln. Ist ein Revierkampf mit dem Unterschied, dass man nicht campen darf. Und dass halt die Kills von den Devs abgezogen werden. Mehr ist das nicht, was man sich da merken muss. Check ich das jetzt nicht so ganz, aber komm schon, komm schon! Ja, nein, auf Hadoma! Es war so klar, ne? Ich war zu weit weg, war klar. Normal. Egal, hinporten. Vielleicht klappt's ja noch. Vielleicht können wir da irgendwie noch killen oder sowas. Komm schon. Auch wenn ich irgendwie glaube. Ist doch nicht normal. Nein! Überleben, überleben! War klar. Es war klar. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt beim Ergebnis wieder. Aber ich glaube, das hat das andere Team gewonnen, weil ich keine Ahnung, das sah so aus. Na, wisst ihr Bescheid. So, bis gleich. Kommen wir zum Ergebnis. Team Alpha, also das obere Team, oder keine Ahnung, was soll das jetzt sein? Ist es jetzt Team Alpha oder nicht? Ich habe gerade eben, keine Ahnung, auf jeden Fall, das obere Team, weiß nicht, hat einen Score von minus 2. Und das untere Team von plus 2. Also sprich, das untere Team gewinnt. Und weil das ja vorher Alpha war, ist es 2 zu 0 für Team Alpha. Wir sehen uns dann beim letzten Kampf. Das Finale. Mal gucken, ob wir es hier irgendwie zustande bekommen, irgendwie mal einen Punkt zu bekommen. Ich denke, das ist auch, wenn man in Unterzahl ist, viel einfacher, einen Punkt zu landen oder eine bessere Gesamt-KD zu landen. Weil du hast einfach mehr Ziele. Du bist zwar in Unterzahl, aber du hast mehr Ziele. Alles in allem. Ne?
Und generell, die Rate bei den... Bei den Leuten, die zu viert sind, die haben halt die Rate, dass sie halt in einer viel größeren Art und Weise sterben können. Weil es sind vier Spieler. Es sind vier Spieler. Im Gegensatz zu drei Spielern. Es ist halt, naja. Drei Spieler. Komm schon, danke schön. Drei Spieler haben mehr Ziele zu treffen, als wenn man jetzt mit vier Spielern kämpft. Ist halt so. Ne? Und deswegen könnte es für die Teams in Unterzahl besser sein, wobei jetzt gerade wieder diese Theorie gefickt wird, gerade wo ich das sage, weil ich glaube gerade, dass wir das gewinnen. Komm, ich hab doch getroffen. Ich hab doch getroffen! Willst du mich eigentlich komplett abziehen? Warum? Ja gut, ich habe seitlich getroffen, aber trotzdem hätte ich es killen können, oder? So. Ne, ich denke, jetzt wird auch wieder öfter Team Deathmatch kommen. Und bitte hört auf, mich zu fragen, wann Team halt, wann Splatoon halt ein Ziel kommt. Bitte hört auf, mich das zu fragen. Ja? Ich entscheide, wann es kommt, nicht ihr. Und ihr habt auch nicht zu fragen, wann es kommt. Ganz ehrlich. Es ist meine Entscheidung, wann es kommt. Es kommt, wenn ich es für richtig halte. Es kommt, wenn es kommt. Bitte seht es nicht als Selbstverständlichkeit, dass es dann irgendwann wieder so richtig regelmäßig losgeht, ja? Dankeschön. Ich bin immer noch ein YouTube-Kanal, der das alles auf freiwilliger Basis macht und habt ihr irgendwie nie reinzureden von wegen, ey, jetzt soll das aber am besten mal kommen, ne, weil ich will das sehen. Ja, ihr habt zwar eure Wünsche, aber ich habe meine, meine Entscheidungen und die werden halt eher gefällt, als eure Träume sind, eure Wünsche sind, ne. Ich versuche zwar auf eure Wünsche einzugehen, aber, dennoch ist es hier immer noch mein YouTube-Kanal und ich kann hiermit machen, was ich will. Wenn ich sage, jetzt kommt erstmal kein Team Deathmatch oder wenn ich jetzt sage, es kommt erstmal kein Titan Sieg, weil die Wii U kaputt ist, dann ist das so. Dann habt ihr das hinzunehmen. Dann habt ihr nicht nochmal tausendmal zu fragen, ey, wann kommt Titan Sieg? Wann kommt Titan Sieg? Schreibt mal konstruktive Kommentare und nicht jedes Mal, wann kommt Titan Sieg? Es ist doch gut. Es schreiben mehrere Leute täglich, dass sie Titan Sieg sehen wollen. Dann müsst ihr jetzt nicht nochmal tausend andere Leute schreiben, dass sie Titan Sieg sehen wollen. Wisst ihr, wie ich das meine? Nicht böse gemeint, aber trotzdem. Ihr müsst halt nicht jedes Mal fragen. Es reicht schon, wenn 30 Leute fragen. Dann müsst, oder es reicht schon, wenn eine Person fragt. Dann müssen nicht nochmal 20, 30 Leute hinterher fragen, wann das kommt. Es reicht. Meine Güte, immer diese Fragerei, das regt mich auf. Es regt mich einfach nur auf. So. Meine Güte, ich denke, das hätten wir gewonnen. War, glaube ich, ein klares Ding. Wir haben ziemlich offensiv gespielt. Ich glaube, ich bin nur einmal gestorben oder so. Ja, ich bin einmal gestorben. Dafür habe ich aber eine recht gute KD rausgerissen. Das weiß ich jetzt schon. 4-1 oder sowas. 4-1, 5-1. Ja, 4-1. Gut, das Ergebnis kommt dann gleich. So, das Verhältnis ist klar. Team Bravo, also das obere Team, hat eine KD von plus 6. Während Team Alpha, also unten, eine KD von minus 6 hat. Also, ich denke, es ist vollkommen random, wenn man jetzt gewinnt oder verliert, wenn man in Unterzahl ist oder, ne, ihr wisst Bescheid. Es ist random. Ich denke, es ist auch irgendwie von der Map abhängig, aber ich kann es euch auch nicht genauer sagen. Und dass jetzt Lukas reingekommen ist, das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Da kam es ja sehr, sehr pünktlich, muss ich sagen. Gut, damit würde ich sagen, wäre es das vom Part. Bis dahin, haut rein, ciao.